Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 2. Ja, im letzten Part haben wir diesen riesigen Marker gesehen und mit Nicole gesprochen und wir müssen uns jetzt daran machen, diesen Marker zu zerstören. Und nebenbei, ja, Nicole ist tot. Ja, sie ist tot. So, wir müssen jetzt hier hin. Hier rein. Glaube ich? Nein. Doch. Doch, nein. Ah, hier, aktivieren. Geht das gerade und jetzt nicht? Da, geht doch. Ich erinnere mich. Sie aktiviert die Teile des Gehirns, in denen die Markercodes gespeichert sind. Aber wieso bedroht das den Marker? Wovor hatten Sie Angst? Vor mir? Vor uns? Dass wir zusammenarbeiten. Schritt 4. Ja. Bist du bereit? Es wird wehtun, nicht wahr? Ja. Geh rein. Ja, da müssen wir reinklettern. Reinkriechen. Ist nebenbei auch. Die Schrauben werden rundherum festgezogen. Ins Auge dich die Nadel sticht. Wie Stross immer sagt, Blut ist auch strömt über dein Gesicht. Die Szene, die so wirklich am meisten im Spiel. Die einem am meisten in Erinnerung bleibt. Isaac. Wenn ich hier was daneben mache, dann gibt es eine schöne blutige Todessequenz. Aber das wollen wir ja nicht. Und ins Auge dich, die Nadel sticht. Und irgendwie die Sequenz bleibt einem echt gut im Gedächtnis. Und damit meine ich echt, echt gut. Insgesamt, immer wenn ich zu Dead Space 2 zurückdenke, ja, ich denke sofort an diese Szene. Nicole! Wo bist du? Folge dem Licht, Isaac. Ich werde bei Marker auf dich warten. Aber was soll ich tun? Verdammt. Ja, und schon sind wir bei Kapitel 14. Und selbst das Teil ist offline. Wir kommen hier also nicht mehr raus. Und den haben wir schon vorher gesehen. Der sollte euch auch, naja, bekannt vorkommen, nicht unbedingt. Komm. Komm, schneller. Los, Isaac, schneller, weil ich weiß nicht, das ist ja auf jeden Fall Dead Space 3 so. Wenn du, ja, wenn man da hängen bleibt, dann stirbt man. So, hier werde ich jetzt nicht mal mehr ansatzweise versuchen. Die Evakuierung ist illegal und das wissen Sie. Sagen Sie mir nicht, was ich auf meiner eigenen Station tun und lassen kann. Mein Großvater hat hier das Haar lange bevor ich die Männer vollgeschissen habe, junger Mann. Ach, warte. Ja, aber ich werde hier nicht mal mehr ansatzweise wirklich versuchen, noch vernünftig zu kämpfen. Weil es hat hier... Ach, da hinten liegt der. Ah, Hilfe! Weil das hat hier einfach vergleichsweise kaum einen Sinn. Das habe ich doch anfangs, weil also eingangs noch bei meinem ersten Playthrough versucht. Aber dann spätestens nach einer Weile merkt man dann, das hat echt keinen Sinn. So, hier speichere ich kurz. So, kurz Ruhe. Dann geht's weiter. Weil hier kommen so viele Nekromorphen.
Da ist man stundenlang in diesem Kapitel beschäftigt. Und das lohnt einfach nicht. Vor allem war ja immer noch der... Ah, verdammt. Tür verschlossen. Ah, Mist. Wie ich schon sagen will, bevor ich die ganze Zeit immer unterbrochen werde. Vor allem war ja auch noch der Unsterbliche die ganze Zeit mit uns her. Ich habe immer noch keine wirkliche Erklärung. Ah. Scheiß kleine Viecher. Scheiße, ich hab den Aufzug. Ah, endlich. Aufzug. Und es ist einfach... Ich habe einfach bemerkt, es ist einfacher, wenn man hier einfach nur Call of Duty-Style durchrennt. Mal ehrlich, es lohnt sich nicht. Wow, da bist du ja schon. Hi. Autsch, hat irgendwas geschmuckt oder so. Oh, fuck. Los, Tür, geh auf, geh auf, geh auf. So, hier, Schwerelosigkeit. Ich hab's lieber so, da komme ich besser durch. Ja, aber ich hab nicht so viel Zeugs, also muss ich doch lieber so machen. Das war knapp. Ah, Scheiße! Nekromorphs sind wieder da. Oder dieser eine Nekromorph. Diese Art des Nekromorphs. Ja, jetzt will ich einen Halbleiter Rubin noch brauchen. Als würde ich den noch brauchen. Wir rennen nämlich jetzt echt nur noch durch. Ja, Isaac muss es tun. Was auch immer er tun muss. Hm, ich habe schon einiges an Health Packs verbraucht. So, dann können wir mal da rein. Das habe ich mir, glaube ich, noch nie angeguckt. Noch ein Halbleiter. Oh, zwei Energieknoten, das hat sich ja echt gelohnt. Und noch ein großes Health-Pack. Weil irgendwie werde ich auch viel zu viel getroffen, aber gut. Können wir nichts gegen machen. Strahlungseindämmung. Wie lang ist das Teil eigentlich bis zum Marker? Ich glaube schon kaum da, wo wir fliegen mussten, dass das irgendwo richtig war. Ja, wenigstens haben wir hier noch einen Laden. Einen Shop. Wo ich hier ein bisschen verkaufen kann, da noch ein bisschen verkaufen. Ich brauche dann, ich brauche noch ein, ja, da. Ich brauche ein bisschen Plasma-Katamuni. Und ich nehme ein paar Health Packs mit. Sollte reichen. Des Weiteren gehen wir noch eben hier an die Bank. Gucken dann mal, ja, ich wollte die Energiekanone verbessern. Und was macht das hier? Dadurch wird der Schaden durch Sekundärfeuer erhöht. Ja, da das, glaube ich, das letzte Werkbank ist, glaube ich, lohnt sich eher etwas, wofür
Wovon ich natürlich auch noch Leben habe. Boah, ich fülle mal ein bisschen mein Leben auf und hole mir dafür noch ein Health Pack. Ich glaube, ich krieg auch... Ich glaube, hier sind auch keine Shops mehr. Ich kann... Das war's alles. Die Konvergenz ist fast gekommen. Triff mich beim Marker. Okay, wir versuchen dich beim Marker zu treffen. Aber erstmal hier wieder speichern. Ich überspeichere mal wieder so ein Kapitel 9. Das ist ja auch schon ewig her. Und ja, hier Kapitel 15. Spätestens hier, obwohl ich hier gerade sehr viel getroffen werde. Okay, ich musste da lang. Verdammt. Ist wirklich das Allerklügste. Rennt. Ich glaube, davor habe ich wirklich noch die ganze Zeit versucht, ein bisschen mit... Habe ich die ganze Zeit nur so ein bisschen versucht, aber spätestens hier dachte ich mir, gut, bis hier habe ich mich dann noch leicht durchgekämpft. Und dann, Ah, verdammt. So, wieder noch ein bisschen Leben. Oh, schnell die doch sind. Ah, verdammt, das wollte ich gar nicht. Ah, nein, Hilfe! Isaac, was machst du? Mann, Isaac! Und hier noch mehr. Aber durchrennen ist da ziemlich die sicherste Expertise. Expertise nicht, aber... Durchrennen klappt meiner Meinung nach am besten. Wie viele habe ich schon verbraucht? Da, einige. Hier kann ich aber nochmal speichern. Da überspeichere ich doch mal wieder. Ja, komm, Kapitel 11. Ist auch schon wieder was her. Und hier kommen natürlich noch mehr. Jetzt können wir hier durch und... Ah ja, hier müssen wir nochmal kaputt machen. Dann können wir hier weiter. Damit wir auf der Seite sind. Okay, das hat uns nicht gebracht. Dann gehen wir eben durch die große Tür. Und auf zum Marker. Das Erforschen des Markers war jedes Leben. Jedes Leben wird, das wir verloren haben. Das ist das Harpunengewehr. Ups. Habe ich gerade übersehen, dass ich drücken musste? Habe ich das echt übersehen? Ich fülle einfach nochmal mein Leben auf, nur um nochmal auf Nummer sicher zu gehen. Das Erforschen des Markers. Das braucht nicht. Ich habe echt einfach übersehen, dass ich drücken musste. Nicht zu, dass sie das alles wegwerfen. Ja, ich hab's echt übersehen. Das war schon irgendwie ein dummer Tod, aber okay. Haben wir ihn auch mal gesehen. Und so geht's mit Tideman zu Ende. Wir durften noch einmal hier schön abdrücken. Das sah einfach cool aus, aber naja. Ob das jetzt unbedingt sein musste, gut. Danke, Isaac. Jetzt ist es an der Zeit zur Sterbung. Was? Vertraue nie deiner toten Freundin. Ah, jetzt sind wir im Hauptmenü. Dein Körper ist der letzte, den wir für die Wiedergeburt brauchen. Die Schöpfer müssen absorbiert werden. Die Schöpfer?
Meinten Sie mich? Aber Stross sagte, wir könnten den Marker zerstören. Nicht, wenn wir dich zuerst absorbieren. Ich habe Ihnen vertraut. Ich pfeife auf Sie und auf Ihren Scheißmarker. Plötzlich sieht der Sie. Ich glaube, das war bloß ein Problem der deutschen Version. Da einmal so drauf. Das hier steht natürlich alles. Ah, ich muss das mal. Die Waffe. Das hier steht natürlich alles dafür, dass die Codes-Markers in Isaac top sind. Sollte man wohl nachladen. Bam! Und wieder weiter drauf schießen. Sehr spannender Endkampf. Und das war's auch schon. Da war der Endkampf in Dead Space 1 echt spannend. Oder kam hier noch was? Nee, da kam nichts mehr. Also es war schon sehr cool und bedeutungsträchtig, aber sonst... Tja, Isaac konnte es nicht aufhalten. Das war Dead Space 2. Hihi, lustig. Die Sprecherin von Nicole heißt mit Nachnamen Clark. Kurt Cornelius. Oh, eine Alliteration. Armer Junge. Bastard, war das Ihr toller Plan? Mich absetzen und dann sterben? Ich stecke vor der dummen Idee. Ich hätte auch noch eine. Ich komme durchs Dach und hole sie. Schwingen Sie Ihren Arsch. Warte nein, Ellie sitzt zu spät. Weg von der Station. Nur schade, dass Sie diesmal nichts zu sagen haben. Aufpumpen. Ich hätte jetzt so am Anfang echt nicht gedacht, also ich hätte am Anfang schon nicht gedacht, dass sie ihn rettet. Wiederum, ich hätte aber auch nicht gedacht, dass... also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass sie einfach so Isaac sterben lassen. Kann sie nicht ein bisschen langsamer fliegen? Aber die mussten ja noch irgendwann irgendwie wieder hier so eine Flugsequenz reinhauen. Ich meine, die haben sie neu gemacht, da müssen sie noch bis zum Ende ausgelotst werden. Isaac, nimm sie meine und wieder wunderschöne Quicktime-Events, ich weiß nicht, also ich finde die meisten vor allem hier so... Warum muss ich da A drücken? Wenn die sich irgendwie richtig anfühlen, ja. Also weißt du was, ich schlag irgendwas oder so. Wo es dann irgendwie passt, aber so, nee. Nee. Ja, ich weiß, ich mache gerade den Moment kaputt, aber dafür bin ich ja da. Tja. Das erinnert einen doch irgendwie an das Ende von Dead Space 1. Ne, nur Ellie. Was? Ja, was? Den verstehen natürlich nur alle, die Dead Space 1 das Ende gesehen haben. Wer das nicht getan hat, ich habe ein Let's Play von Dead Space 1 vorher hier veröffentlicht. Und ja, guckt es euch doch an, ne?
Nebenbei dann ab morgen, je nachdem, also... Ja, okay, je nachdem. Ich schätze höchstwahrscheinlich ab morgen dann gibt's hier auf diesem Kanal um diese Uhrzeit, also um 17 Uhr, Dead Space 3. Den Severed DLC würde ich natürlich sehr gerne zeigen, aber ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich dann das schon schaffe, den aufzunehmen und zu veröffentlichen und aufzunehmen. Ob ich dann überhaupt die Möglichkeit habe, ihn aufzunehmen. Kommen wir aber mal wieder zu meinem Fazit, das ich eigentlich immer so mache, wenn ich bei Abspenden bin. Dead Space 2. Geschichtlich, also so von der Story her, alles ein bisschen opulenter. Die Story hat mir persönlich nicht ganz so sehr gefallen. Weil irgendwie sehr viel Story ist da nicht so. Oh, Isaac, wir sind auf dem... Isaac, du bist auf der Titan Station. Folge dir. Oh mein Gott, Dana ist eine Unitologin, will ich töten. Geh weiter. Oh, hi Ellie. Oh mein Gott, wir müssen... Oh mein Gott, Strauss, den wir die ganze Zeit sehen, ist verrückt. Also so richtig Story ist da... Naja, nicht. Also ich meine, ja gut, da passiert was, aber... Nicht in einer Story, wo es dann noch irgendwie so... Die Charaktere sich entwickeln. Und irgendwie haben sich... Keine der Charaktere so wirklich weiterentwickelt. Gut, Isaac, ja, er erinnert sich immer wieder so mehr daran, was da so alles... Also die Akzeptanz, dass mit Nicole, dass er sie da loslässt, gut. Er hat endlich eingesehen, dass sie tot ist. Und hat losgelassen. Und ansonsten, weißt du, also auch Tideman, der ja die ganze Zeit vorkommt, am Ende dann einfach so kurz tot? Ja. Nichtsdestotrotz möchte ich echt sagen, Dead Space 2 ist immer noch eines der besseren Dead Space-Spiele. Ich würde so im mittleren Mittelfeld einordnen. Naja, gut, es gibt auch mal, ich zähle die Spin-Offs mal mit. Würde ich so persönlich echt sagen, Dead Space 1, ganz klar auf Platz 1. Dann, was ich bisher gespielt habe, Dead Space... Hat es einen Untertitel? Auf jeden Fall Dead Space für iOS, also für iPhone und iPad. Ich habe es bisher noch nie durchgespielt, weil ich meistens immer dann keinen Platz mehr habe. Ich fange es an zu spielen. Das hatte ich nämlich, als ich Dead Space 1 Let's Played hatte. Da habe ich angefangen, es zu spielen. Dann kam ich einfach nicht mehr dazu, habe es nicht mehr weitergespielt, weil auch teilweise einfach die Level sind zu lang für so ein iOS-Game. Und dann musste ich es wieder löschen. Und ich weiß nicht, wenn ich es jetzt mir wieder runterlade... Und ich musste es löschen, weil ich einfach keinen Platz hatte. Ich weiß nicht, wenn ich es wieder runterlade, ob ich dann schon wieder von vorne anfangen muss. Das wäre nämlich echt kacke. Aber das war so von dem, was ich bisher gespielt habe, teilweise echt schon gruselig. Da hat man schon Angst, ein bisschen voranzugehen und so. Zumal sowieso Touchscreen-Steuerung, ist nicht so ganz meins. Auf jeden Fall nicht mit solchen Virtual Buttons. Ich brauche einfach richtige Knöpfe, aber naja. Jedem das seine. Danach kommt meiner Meinung nach wirklich... Dead Space Extraction ist zwar überhaupt nicht horrormäßig, aber wer will das schon? Es ist schließlich ein Rail-Shooter. Und der macht, vor allem wenn man zu zweit spielt, echt Spaß und hat auch so ein paar schöne Story-Charakter-Momente und alles. Wenngleich es mich ein bisschen angekotzt hat, dass da ein paar Bugs drin sind. Also Maddie und ich, wir hatten Probleme im 9. Kapitel. Da ging es nämlich einfach plötzlich nicht weiter. Gegner tauchten nicht auf und wir konnten nicht weiter. Ansonsten das Spiel, vor allem wenn man da nicht immer so, ich bin alleine, sondern man ist in einer Gruppe und dann hat man so ein bisschen, ja, so Horrorfilm-Feeling mehr, weil man hat selten einen Horrorfilm, wo der Charakter wirklich komplett alleine umhergeht. Meistens ist es doch immer eine Gruppe. Und ja, das ist dann auch einfach schön, dann da auch einfach zu sehen, wie so Leute, wie anderen Leute reagieren und wie sie überleben. Dass da nicht so wirkt, ja, nur Isaac hat überlebt. Nur Isaac schafft das, ne? Ja, dann natürlich hier auf zweiten Platz setzt sich eindeutig der... Moment, das ist ja schon der vierte Platz. Auf vierten Platz kommt dann auf jeden Fall Dead Space 2. Was ihr hier gesehen habt. Es hat am Anfang noch ein paar schöne Gruselmomente. Die Ishimura Creepy SL.
Auch die Schule war schon ganz gruselig. Danach kommt dran, Moment, ja, genau, danach. Dead Space 2 kommt meiner Meinung nach Dead Space 3. Grusel eigentlich so gut wie weg. Aber als Actionspiel taugt es schon was. Ich meine, als Actionspiel ist ja eh nur Action, 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 also. Ich glaube, die Actionspiel-Leute haben eh nicht so hohe Ansprüche, also naja. Und auf letzten Platz kommt dieses Bonus-Game. Dead Space... Ach. Ignition, genau, Ignition heißt es. Dead Space Ignition. Das ist nämlich so ein Bonus-Game, was vor Dead Space 2 veröffentlicht wurde, was eigentlich bloß so ein paar Minigames, so ein paar kleine Rätsel sind, wo man dann spezielle Anzüge hier freischalten konnte. Und ja, das ist so ziemlich meine Reihenfolge. Es gibt, glaube ich, auch... Also, wenn ich jetzt irgendein Dead Space-Spiel vergessen habe, wahrscheinlich irgend so ein kleines Bonus-Spielchen, das mir da nicht einfällt. Aber das waren, glaube ich, alle Dead Space-Spiele. Also mir fällt auf jeden Fall jetzt keins mehr ein. Wie dem auch sei, wir sind immer noch am Abspann. Ich zeige euch ja immer alle Abspänne. Ja. Spiel. Würde ich es euch jetzt empfehlen? Ja, ja. Ihr habt es ja gesehen. Also wenn ihr so auf Action-Spiele steht, holt's euch. Wenn ihr auf Horror steht, auf seichten Horror, holt's euch und spielt nach Kapitel 10 nicht mehr weiter. Weil danach ist echt nur noch nervig. Vor allem, wie ihr gesehen habt, ich bin ja die letzten beiden Kapitel echt nur noch durchgerannt. Weil da sind einfach so viele Nekromorphen. Wenn ich einfach nur rumballern möchte, dann spiele ich Call of Duty. Aber ich mag das ja schon... Ich mag ja schon Call of Duty nicht. Einfach nur die ganze Zeit rumballern und Gegner erledigen, ist mir einfach zu stupide und dumpf. Und, boah, dann noch. Ja, wenn ihr Dead Space mögt, da könnt ihr hier eigentlich nicht viel falsch machen. Und, ja, es gibt auch ein Easter Egg. Ich glaube, da müsste man den Zeloten-Modus durchspielen. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall irgendwas Sauschweres machen, das ich sowieso nie schaffen würde. Aber wenn man dieses Sauschwere schafft, dann kriegt man eine saugeile Waffe. Ist ein kleines Easter Egg, den man natürlich nicht mehr braucht, weil man schon das Schwerste im Spiel geschafft hat. Aber da kann man dann so ein bisschen im Spiel seinen Spaß haben. Nämlich einen Schaumstoffhand. Kennt man ja von Baseball-Spielen. Und mit der Pam Pam macht man mal Piu Piu und schießt die Gegner ab. Also das ist, glaube ich, den ersten Boss, den man da hatte. Also kurz nachdem man seinen Anzug da gekriegt hat. Den ersten Boss. Das war auch, glaube ich, kurz bevor man die Monorail-Station einsteckt. Der geht, glaube ich, in zwei Schüssen tot. Aber dafür, ja, wissen wir. Ah ja, wenn ihr natürlich auch noch total schwere Spiele haben wollt, also richtig schöne Herausforderungen, würde ich euch das Spiel auch empfehlen, weil nach dem ersten Durchspielen schaltet man den Zeloten-Modus frei, den Zeloten-Schwierigkeitsgrad. Und der war nämlich das dahingehend wirklich interessant. Man kann im ganzen Spiel nur dreimal speichern. Also während des ganzen Playthroughs. Man kann auch nicht vorher, wie man bei den anderen Schwierigkeitsstellen, die Waffen aufpimpen und damit direkt auf bestimmten Augenzug und Waffen da durchgehen. Nee. Ich hoffe jedenfalls, dass das so ist. Aber sonst wäre ich irgendwie der Meinung, dass das ein bisschen zu easy dann doch würde. Aber ich meine jedenfalls, dass das so ist. Obwohl ich einmal was anderes gehört habe, da hat er jemand... Da bin ich einfach der Meinung, der hat keine Ahnung. Also ich bin jedenfalls der Meinung, das ist so. Man kann jetzt nur dreimal speichern und es ist vom Schwierigkeitsgrad her so wie der höchste normale Schwierigkeitsgrad, wo man so viel speichern kann, wie man will. Das heißt, das ist quasi... Ja, genau so. Das ist auch so... Dann denkt man sich, ja gut, ich kann nur dreimal speichern, dann sterbe ich und sterbe ich und sterbe ich halt und dann respawn ich am Checkpoint. Ist nicht... Man respawnt dort, wo man das letzte Mal gespeichert hat. Das heißt, gehen wir mal von aus, man hat in Kapitel 3 das letzte Mal gespeichert und ist Kapitel 10 gespielt. Und man stirbt. Dann
war's das. Da muss man wieder von Kapitel 3 anfangen. Und das ist schon schwierig. Und es gibt, glaube ich, einige Leute, die mögen das. Also wer das machen möchte, ja. Was ich aber auf jeden Fall schon mal sagen kann, ich weiß gar nicht, ob die PC-Community aktiv ist. Ich glaube auch gar nicht mehr, dass die Community so aktiv ist. Wer sich Dead Space 2 kaufen möchte, nur wegen dem Multiplayer, lastet. Kauft euch lieber Left 4 Dead, das ist ungefähr dasselbe Gameplay, aber besser. Wirklich weitaus besser. Der war, also so am Anfang war er ja ganz lustig. Und die, Das war wirklich ganz lustig. Und da dachte man so, oh ja, Necromorph, aber, ah, nee. Da fand ich schon vom Multiplayer her, bei Dead Space 3 mit dem Koop besser. Hier spricht Flugteam EG-9 an Kontrollzentrum. Wir haben den Überflug beendet. Es ist nichts übrig. Ich wiederhole, Titanstation ist vollständig zerstört. Und der Marker? Negativ. Hier hat nichts überlebt, Sir. Markerstätte 12 ist unwiderruflich verloren. Schande. Alle Flüge zur Basis zurückkehren. Die anderen werden die Trümmer einsammeln müssen. Ja, es gibt also mindestens noch 11 andere Markerstätten. Und, ach ja, toll. Ich habe gerade irgendwas Tolles gesagt. Oh, wir haben den Prototyp-Anzug freigeschaltet. Den kann ich dann im neuen Spiel benutzen. Suche nach neuen Objekten im Shop und nach Plänen, die auf der Sprawl verloren gegangen sind, um Zugang zu diesem experimentellen Technologie zu erhalten. Wir haben den Hardcore-Modus. Ja genau, hier beim Hardcore-Modus ist genauso mit dem, also ist hier, dass man vom letzten Speicherpunkt neu startet. Ach nee, das ist dieser Hardcore-Modus. Du kannst nur dreimal speichern. Komisch, wieso bin ich der ganze Zeit der Meinung, der ist Zeloten-Modus? Wir haben ein neues Spiel freigeschaltet. Vielleicht war der höchste Schwierigkeitsgrad. Ah ja, genau, nebenbei. Das habe ich das erste Mal nicht so wirklich bemerkt. Hier in diesem Hauptmenü, was ja quasi, wie ich ja schon sagte, wir sind im Hauptmenü. Also was quasi Isaacs Kopf ist. Bildet sich, wenn man das Spiel spielt, langsam dieser Marker. Wir haben ja am Anfang gesehen, da war ja nichts. Und jetzt denkt man sich plötzlich, oh mein Gott, wo kommt der Marker her? Ich habe jetzt hier öfter, also im Gegensatz, als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich öfters das Spiel mal pausiert. Und da habe ich dann, lagen dann immer so ein paar Trümmer hin. Und je weiter ich gespielt habe, umso mehr Trümmer kamen dann daher. So, wenn ich neues Spiel Plus machen würde. Genau, Zelot war, glaube ich, Fanatiker. Oder kommt noch irgendwie ein Zelot, wo nochmal ein bisschen schwerer ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Hard... Oder es heißt nur hier Hardcore und im englischen Sealed. Kann auch sein. Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall hier diesen Hardcore-Modus. Den meinte ich. Aber der steht halt bei Neues Spiel Plus nicht zur Verfügung. Naja. Wir beenden auf jeden Fall diesen Part. Also, wie immer, abonniert unseren Kanal. Drückt auf Gefällt mir. Schaut das nächste Mal wieder rein. Ja, das nächste Mal. Also, ja, morgen, wenn ihr dann sehr unwahrscheinlich Dead Space 2 Severed DLC, höchstwahrscheinlich, sehr höchstwahrscheinlich Dead Space 3. Also, schaut auch morgen wieder vorbei. Bis dann!